Willkommen zurück, meine Lieben, bei EOD. Wir sind auf Level 24 unten. Und das ist ziemlich gefährlich. Okay, ich glaube, das sind die Corrupted Typies. Schauen wir, was wir alles haben. Das sind die Servants. Die sind Sleep Immune. Okay, zwei Angriffe. Du hast nur einen Angriff. Du hast aber eine Curse Ability und bist Stun Immune. Okay, das ist eigentlich... Sieht das jetzt nicht so super schlimm aus. Wir schläfern die dreimal ein. Ein Angriff. Die haben alle einen Angriff. Das ist nicht so wild. Wenig Resistenzen. Die hier haben viele Resistenzen. In Ordnung. Dann würde ich sagen, machen wir vielleicht noch eine Frost Nova auf... Wobei, es ist nur einer. Das lohnt sich eigentlich fast nicht. Das wäre Stufe 8. 74 Schaden. Was hat er? 290. Oder der Eisspeer, der würde 60 machen. Wie sieht's von dem Stamina aus? 24 gegenüber... Ups, hab ich geklickt. Gegenüber 40. Okay, das braucht viel mehr Stamina. Macht aber ein bisschen mehr Schaden. Ich denke, wir machen das mal so. Dann würde ich sagen, auf dich ein Schild. Und wir können hier zum Angriff blasen. So, du hast leider nicht mehr so viel Ausdauer. Ich denke, wir warten mit dir einfach mal ab. Okay, ja, geh auf sie, das passt. Wundervoll. Okay, der letzte hat leider verfehlt. Curse macht, glaube ich... Ja, 50% mehr Schaden. Okay, das Problem bei denen ist... Moment mal kurz. Ne, sie haben nur eine Range von 1. Okay, gut. Ich dachte schon. Das heißt, wenn die hinteren den Curse drauf haben, ist das nicht so super schlimm, weil keiner da angreifen kann. Ich glaube, keiner von denen hat irgendwelche Magie. Ja, keiner von denen hat irgendwelche Magie. Von dem her, das ist super. Okay, natürlich haben die psionische Resistenzen und ich habe also der hier zumindest. Executioner. So, du kannst da angreifen. Dann würde ich sagen, machen wir mal... Okay, der hat 12. Dann brauchen wir ein Level 2. Dann ist der schon mal weg. Ich denke, wir kriegen die 3 platt. Und so, du wirst... einiges an Schilde casten. Ich glaube, den Curse kriegen wir jetzt momentan nicht wirklich weg. Okay, ihr habt relativ starke physische Resistenzen. Ihr habt keine physischen. Dann gehst du mal auf ihn. Du kannst auch mit drauf gehen. Bonecracker auf dich. Natürlich verfehlt. Okay, der ist schon mal weg. Fantastisch. Einmal verfehlt. Auch einmal verfehlt. Geblockt. Die sind am Schlafen. Ach ja, die sind sharp-sided. Die verfehlen nicht. Was durchaus ein bisschen problematisch sein könnte. Ich denke aber, wir greifen trotzdem den da an. Du hast keinen guten physischen Angriff. Das heißt... Okay, die kommen so als letztes dran. Der Eiswall macht deswegen nicht sonderlich viel Sinn. Wir greifen da oben an. Du kannst dich mal regenerieren. Wir müssen ein bisschen aufpassen wegen ihr. Vielleicht ist das... Ups. Vielleicht war das... Soll ich ein Schild machen? Ich glaube, es macht Sinn, ein Schild zu machen, auch wenn es nun schlechter ist. So, du greifst da an, du greifst auch da an.
Und du kannst dich regenerieren. Okay, der ist platt. Fantastisch. Dann guter Crit. Einer weniger. So, langsam haben wir kommen auch unsere guten Waffen oder unsere besseren Waffen. Venom Level 2, okay. Nicht sonderlich starkes Gift. Das können wir gut gegen heilen. So, jetzt kommen die dran. Ich denke, wir machen eine Runde, wo wir einfach erstmal alle nur ausruhen. Um die Ausdauer wieder so ein bisschen zu regenerieren. Ich denke, das macht Sinn, bevor wir jetzt uns mit den drei noch anlegen. So, dann Angriff, 90%ige Trefferwahrscheinlichkeit. Das heißt, sie wird wahrscheinlich trotzdem. Wie viele Angriffe hattest du? 1,65. Ich denke, bei dir müssten wir dann Accuracy eigentlich noch ein bisschen skillen. Bei dir machen wir den Speer. Der ist leider auch langsam, aber sicher. Du kannst nochmal regenerieren. Ach, das, bei dir lohnt sich das fast gar nicht. Die haben sehr hohe physische Resistenzen. Okay, dann einmal ein Knochenbrecher. So, der eine ist schon fast tot. Oh yes, zwei sind fast tot. Ich denke mal, in der nächsten Runde werden wir zumindest einen haben. Du kannst dich nochmal regenerieren. Kein Angriff. Dann machen wir noch einen Knochenbrecher. Ist halt Level Stufe 4 ist auch sehr niedrig. Aber es ist halt leider unser bester Schadensspell. So traurig es ist. Okay, 17. Alle anderen können sich ausruhen. Fantastisch. Keiner gestorben. Hooray dafür. Problem ist, wir haben die Curse drauf. So, irgendwelchen Loot. Nein, Moment mal. Das muss hier runter. Warum hast du eigentlich diese beschissenen Hosen an? Wir müssen generell mal gucken, ob wir nicht irgendwie besseres Gear haben. Also bei dir jetzt nicht unbedingt, weil du... Okay, jetzt bleibt's bei einem A. Jetzt kannst du das wieder darunter geben. Und du hast eigentlich auch schon gar nicht so... Ich meine, wir sind bei 70. Das ist eigentlich alles in Ordnung. Das große Problem sind... wobei, wir können auch mal gucken, ob wir nicht irgendwie noch besseren Greaves. 6-2, 10-2, die sind halt richtig schwer. Aber sind ein bisschen besser. Es gibt jetzt halt nicht mehr wirklich super große Verbesserungspunkte. Aber es sind 6 mehr. Von dem her, es würde sich im Prinzip schon lohnen. Wenn, dann würden wir aber auch noch irgendwie ein Gem mit reinpappen. Dass wir auch noch magische Resistenzen bekommen. Der geht nicht, weil es kein Versatile Gem ist. Bei den Rüstungen können wir nur die Versatile Gems reinpappen. Ich lasse es mal so. Können wir das... Okay, können wir dies armen? Das ist super. Nice. Das muss aber erst gekocht werden. Kannst du es kochen? Nein, kannst du nicht. Wahrscheinlich sieht es so aus, als wäre der Skill noch zu niedrig. Vielleicht fehlen auch Gewürze noch. Weiterer Spell. Curse of the Damned Level 1. Sehr schön. Ist leider auch wieder bei Beletira. Die bereits sowieso schon die ganzen guten Zauber hat. Curse of the Damned ist das hier. Ich glaube, das haut den Curse drauf. Wenn ich das korrekt in Erinnerung habe. Das ist 50% mehr Schaden. Oh,
Aufgepasst. Ich will eigentlich hier reingehen. Oder wir gehen unten durch. Alter, auf Magic Conversion. Den können wir eigentlich momentan ganz gut gebrauchen. Schmeiß mal alles rein. Wie viel? Moment mal. 9. Okay, das geht auf 10 hoch nur. Warum nicht? Wobei, ich weiß nicht, ob es gut ist, die Heilungsresistenzen zu erhöhen. Weil dann kriegen wir weniger Heilung ab. Was nicht so toll ist. Das kann alles hoch. Da ist noch so ein Blutdingens. Ich glaube, wir haben noch ganz viel so magischen Krimskrams. Überall verteilt. Wir gehen mal kurz durch. Das Ding hier können wir loswerden. Das Psionische können wir auch loswerden. Das geht von 29 direkt auf 31. Okay. Hast du noch was? Ja, den Hammer. Konvertiere den auch. Du hast nichts mehr. Hier ist auch nichts mehr. Und du hast auch nichts mehr. Okay, gute Sache. Dann gehen wir erstmal hier unten weiter. So, Speerfalle entschärfen. Stonebush Seeds. Nice. Eine weitere alchemistische Zutat. In den Käfigen ist nichts drin. Eisen. Das kann direkt dahin. Das Gift ist relativ harmlos, wenn es so niedrig ist. Jetzt, da wir schon relativ ein hohes Level haben. So, refreshen wir das mal. Und gehen euch an. Okay, zwei einzelne von euch. Range 1. Zwei Angriffe. Die haben auch zwei Angriffe. Die haben allerdings nur 100 Damage. Ich denke aber trotzdem werden wir die einfach mal... Oh, Achtung. Okay, die haben Sleep Immunity. Ist jetzt die Frage. Wir können auch einfach angreifen. Wenig Resistenzen. Die hier haben mehr. Ich denke, wir gehen auf die vorderen wegen dem ganzen, wegen dem Curse-Gedöns. Versuchen einen irgendwie die... Wir können auch einen erstmal einschläfern. Und... Ob es 70 oder 60 sind, spielt jetzt noch nicht so eine Rolle. Die kommen bei 11 dran. Okay, gut zu wissen. Wir bräuchten für dich auch mal eine bessere Waffe. Memo an mich selber. Weil das hier lohnt sich nun wirklich nicht. Stattdessen, wir könnten Swiftness... Machen wir Swiftness auf sie. Angriff auf ihn. Und jetzt hätten wir hier Curse. Ich möchte aber das Terrorize gerne auf die da mal haben. Weil die müssten nicht terrorimmun sein. Ja. Schild ist weg, aber das war, glaube ich, auch nur ein Level 1 Schild. Okay, und der hier unten ist auch direkt gestorben. Drei sind terrorisiert. Fantastisch. Gute Sache. Der schläft erstmal. Ich denke, wir belassen das dabei. Wir wecken den nicht auf. Ich denke, wir töten stattdessen einfach mal ihn. So, du machst ein Schild auf sie hier unten. Ja. Einfach mal den töten. Will ich einen Curse anwenden? Könnten wir machen. Ich weiß gar nicht, was für ein Level das war, der Curse, den wir aufgenommen haben. Es könnte Level 1 gewesen sein.
Ich meine mich zu erinnern, dass das ein ziemlicher Late-Game-Spell ist. Okay, gut. Die anderen zwei sind... Okay, zwei sind noch... Können noch agieren, die anderen sind... Unfähig. Tja, die ganzen Schilde sind weg, leider. Ist jetzt die Frage. Ich könnte die hier taunten. Macht wahrscheinlich Sinn. Dann... Schild auf dich. Und hoffen, dass... Das könnte auch ziemlich nach hinten losgehen. Wir kriegen vom Taunt einen Buff. Dass wir höhere Resistenzen haben. Und plus wir haben die erhöhte Ausweichchance. Ich weiß nicht, wie viel es genau ist. Ich glaube, irgendwie 25% auf Level 1. Das ist ein Level 1 Spell, wenn ich das korrekt im Kopf habe. Du greifst da an. Du greifst da an. Und du ruhst dich ein bisschen aus. Ja, und die kriegen jetzt 50% mehr Damage. Autsch. Und tot. Damit. Tja. Das war ein Schuss nach hinten. Wer hat Lucia getroffen? Mit der Axt für 59 jeweils. Ups. Der hat nicht mehr viel. Du kannst nichts mehr tun. Ja, ist jetzt die Frage. Wir könnten auch einfach eine Heilung... Wobei, du hast nicht mehr wirklich viel. Mach das mal da. Und ich hoffe, dass du mindestens einmal triffst. Und dann schauen wir, dass wir die da vielleicht irgendwie noch wegkriegen. Idealerweise. Drei Schaden und der Schild ist schon wieder weg. Na klar, und beide resistent. Autsch. Naja, die machen zumindest jetzt nicht mehr so ganz viel Schaden. Heilung. Du greifst nochmal an. Ebenfalls... Okay, guter Hit. Und evaded. Du musst dich nochmal ausruhen. Du hast auch nichts mehr. Du wirst wohl angreifen. Und du wirst einen Heilzauber sprechen müssen. Sonst stirbt sie uns weg. Mit hoher Wahrscheinlichkeit. Okay, einer weniger. Du hast noch den Schild. Glück gehabt. So, dann machen wir noch einen Dreier-Heal auf dich. Und Angriff. Er ist fast platt. In Ordnung. Einer übrig. Leider haben wir jemanden verloren. Und wir haben keinen Schrein zur Hand. Ich denke, wir machen eine Runde alle ausruhen. Damit wir wieder ein bisschen zu Kräften kommen. Wir machen so vielleicht sogar noch eine zweite Runde. Und dann... Denke ich, vielleicht haben wir sogar einen Curse drauf. Wobei, nein, ist nicht unbedingt notwendig, denke ich. So, das ist schwachsinnig. Angriff. Und du hast nochmal einen Bonecracker drauf. Mit der letzten Runde, wo du den Fokus hast. Es wäre vermeidbar gewesen, dass wir sie verloren haben. Ich hätte nicht,
taunten sollen. Das war ein Fehler. Aber naja. Was haben wir hier in Claymore? Ist leider auch ein Schwert. Das keiner so wirklich gebrauchen kann, weil keiner wirklich Fähigkeiten in Schwertern hat. Du müsstest... Okay, du hast Bögen und Hämmer. Und du hast Stäbe und Stangenwaffen. Okay, nice. Guck einer an. Was haben wir für ein Dussel? So, alles schön geheilt. Lecker. Ein Omelette. Eine Speed Potion. Brauchen wir, glaube ich, jetzt in diesem Biom gerade nicht. Da würden wieder die Black Knights kommen. Die spawne ich aber erst, wenn wir alles entdeckt haben. Das wäre das Exit. Wir können es nochmal probieren, uns mit den Black Knights anzulegen. Ich weiß nicht, ob es besser wird. Meistens sind das relativ gefährliche Gruppen. Und es fehlt uns primär so ein bisschen an Damage. Eisspeer 5. Das könnte unter Umständen aber einen Unterschied machen. Okay, das Ding ist noch nicht wieder ready. Da ist nichts mehr. Eisspeer 5 ist... Also wir hatten Eisspeer 2, das waren 60 Schaden. Ich denke mal 30 pro... Das wären 150 Schaden. Eisspeer 5. Was haben wir hier? Thunderbolt 7. Ne? Kann man leider momentan nicht verwenden. Das wäre ein super Spell. Aber fehlt noch ein bisschen was. Altar of Sacrifice. Ich denke mal, wir schmeißen den ganzen Mist weg, den wir nicht mehr brauchen. Theoretisch können wir für sie auch einen Stab craften. Der die Zauberkraft ein bisschen erhöht. Werden wir gleich mal gucken. So, all das weg. All das Zeug hier kann weg. Pfeile auch. Braucht kein Mensch. Das Claymore behalten wir. Vielleicht können wir das noch irgendwann nutzen. Tower Battle Axe. Weg mit dem Mist. Und für sie brauchen wir eine neue Armbrust. Okay. Haben wir hier noch was? Den kleinen Schild. Interessiert keinen Sau mehr. Das Ding auch nicht. Weg mit dem Zeug. Wenn, dann craften wir was Besseres. Den Schlüssel können wir behalten. Pfeile weg. Hammer. Der Warhammer hätte halt... Ich denke, wir behalten den für den Moment mal noch. Der hat einen höheren physikalischen Schaden. Vielleicht können wir dann irgendwann mal sinnvoll verwenden. Den Bogen... ist zu schlecht. Buckler, wenn, dann craften wir was Besseres. Das Ding behalten wir. Ich denke mal, den Small... Backpack können wir wegschmeißen. Das kann hier unten hin. Das ebenfalls. Und die können hier rein. Okay. Das Ding ist sowieso zu schwer. Ich glaube, wir haben wieder einigermaßen unser Equipment aufgeräumt. Ich hätte auch gerne Altar of Purification, um den blöden Curse wegzukriegen. Auch wenn bei meinem Glück ich den wahrscheinlich sofort wieder drauf kriege. In Ordnung. Machen wir Schilde. Das braucht so viel Ausdauer. Da ist jetzt gespawnt. Ich meine, wir können mal gucken. Es ist riskant. So. Gib das mal ihr. Du hast ein B. Ich bin gerade am Überlegen. Auf ein A kommen wir nicht. Keine Chance. Soll ich den hier anziehen? Macht wahrscheinlich Sinn. Dann werden wir das Ding dann irgendwann verwerten. Black Knights sind übel. Chaos Shield. Das wäre unter Umständen vielleicht was wert.
Und dann gucken wir einfach mal, wie es läuft. Moment, bevor wir das tun, wir wollten ein bisschen Crossbow craften. Und zwar, wer Craftsmanship? Du selber. Okay, dann schau mal, ob du dir was craften kannst. Oh, und wir könnten noch einen Master Staff craften. Ne, wir haben zu wenig Holz, oder? Hat Olka oder Alinaila noch was? Ja, es reicht nicht. Wir sind kommen auf 9. Mist, zu wenig Holz. Alles klar, dann gucken wir wegen dem Heavy Crossbow. Oder? Compound Bow, das ist ein... Ja, ich denke mal 124. Das ist doch ein... Sieht nach einem guten Bogen aus. Oder nach einem guten... Nach einer guten Armbrust. Aus Knochen. 180 Damage. Das haut rein. Jetzt brauchen wir noch irgendwie einen Gem oder so. Denke ich mal. Was können wir craften? Die hat Holy Magic. Das ist ein normaler Gem. Was ist mit dem... Den Heliodor können wir nicht craften. Weil? Weil uns der Magic Dust fehlt. Hast du noch welchen? Du hast noch welchen, okay. Gib den mal hier runter. Ich denke, wir craften einen Holy Heliodor. Mach mal. Gib den hier runter. So, dann craften wir für dich jetzt eine richtig gute Armbrust. Compound Bow. Aus Knochen. Und dann hauen wir das mit drauf. 30 Heiligschaden. Und wir brauchen aber noch... Ne, nicht ein Compound Bow. Ein Heavy Crossbow. Was rede ich denn? Geht nicht, weil uns das Garn fehlt. Das müsste sich doch beheben lassen. Nicht wahr? Ja, Garn. Craften. Eins runter. So. Tut mir leid, dauert ein bisschen. Heavy Crossbow. Okay. 180 physisch plus 30 heilig. So, ausrüsten. Den können wir dann einschmelzen. Okay, das war jetzt keiner von denen, die die Magie erhöhen. Ich weiß nicht mehr genau, welche das waren. Damn it. Naja, was soll's. Es ist eine gute Armbrust, denke ich. Wobei, braucht 38 Ausdauer. Das ist saumäßig viel Ausdauer. Ich meine, es ist auch saumäßig viel Schaden. Aber es ist saumäßig viel Ausdauer. Tja, das ist genau das Problem jetzt hier. Okay, die können wir zumindest sleepen. Dann sind die schon mal aus dem Weg. Die Black Knights, naja, die machen nicht so viel Schaden. Die Insane Executioners Range 1. Ist irgendwas mit Range 2? Sieht nicht danach aus. Das ist schon mal super. Okay, schläfere die mal ein. Und dann sind die Curse-Typis. Die haben 2 Angriffe. Ich denke mal, um die kümmern wir uns zuerst. Wir probieren es zumindest. So. 213 Schaden. Oh yes. Gib ihm. Du ruhst dich aus. Angriff. Was habt ihr für Chaosresistenzen? Null, nix, nada. Könnt ihr theoretisch noch das hier machen. Die Black Knights haben was. Oder ich mach einfach 122 Schaden. Haben oder nicht haben. Okay, soweit so gut. Was, resistent?
Ah ja, weil... Ach, dammit. Die haben ein bisschen was an Resistenzen. Autsch. Autsch. Jetzt kommen die ganzen Curse-Dinger. Okay, wir müssen das nochmal machen. Autsch. Puh. So, die zwei sind fast tot. Das heißt, du gehst als nächstes auf den da. Weil er macht auch viel. Moment mal, nein. Du machst nochmal einen Sleep-Zauber. 32%. Das ist bei allen uns mies. Sollen wir es probieren, 32%? Oder machen wir einfach Schaden? Wir töten ihn. Wir versuchen ihn einfach zu töten. So. Vierer. Mehr geht nicht. Oder... Ne, komm. Wir müssen Schaden reinhauen. Auf den da. Heilung. Wie viel HP hast du verloren? Du brauchst 120. Okay, dann machen wir das so. Du hast 2 Angriffe. Ich denke, wir gehen auf die hier. In Hoffnung, dass wir beide töten. Du gehst auf den da. 122. Autsch. Autsch. Okay, einer weniger. Weitere weniger. Tot? Nein, lebt noch. Jetzt tot. Dammit. Naja, wir können sie wiederbeleben. Aber sie wird uns fehlen, weil sie war die mit der meisten Ausdauer. Von dem her unschön. Aber was will man tun? Schwarzen Ritter müssen wir ganz am Ende wegmachen. Führt keinen Weg dran vorbei. Was ist mit denen hier? Ich habe nur einen Angriff. Allerdings machen sie viel Schaden. Die haben 2 Angriffe, machen aber weniger Schaden. Die haben keine Resistenzen. Ich denke, wir gehen auf die hier zuerst. Ah, es wäre so schön, wenn wir irgendwas an AOE hätten. Ist aber nicht. Eine 4er Heilung. Tja. Dauert eine Weile, bis wir die 7 hier platt haben. Autsch. Ich denke, wir sollten uns wahrscheinlich aus dem Staub machen. Erstmal neu gruppieren und dann weitersehen. Weil die Gegner werden so bleiben. Die werden sich nicht wieder hochheilen. Glaube ich zumindest. Okay, haut ab. Alle Mann in Deckung. Gerade wenn sie sterben, dann ist der Curse weg. Wäre diesbezüglich zumindest nicht so schlecht. Ja. Und ist passiert. Oh. Nein. Okay, ich habe keine Ahnung, warum das da wieder hochgegangen ist. Wo ist der Schrein? Hier. Warum haben alle das Gift drauf? Ah, weil ich auf die Speerfalle gelaufen bin. Möp. Das war schlecht. Okay, gute Sache. Ich denke, wir werden wahrscheinlich
noch ein paar Schilde brauchen. Du könntest vielleicht auch noch mal ein bisschen was an Heilung raushauen. Heal Wounds. 15 Stamina. Okay, das da auf sie. Ja, das fehlt echt an Ausdauer. Wir haben auch keine Spells leider momentan, die uns Ausdauer wiedergeben. Was auch etwas suboptimal ist. Das heißt, ich kann höchstens hin und her rennen. Du bist hungrig geworden. Hatten wir nicht irgendwo hier die Suppe, die ziemlich nahrhaft ist? Lass dir schmecken. So, dann kriegst du auch nochmal so eins. Und ich hoffe, dass wir es jetzt schaffen. Ich hätte gerne den Schild. Der Schild wäre sehr wichtig. Okay, du bist auch ein bisschen weit unten. So, Schlafzauber. Probieren. Ein paar werden schon einschlafen. Und dann würde ich sagen, gehen wir auf die Jungs hier. 213 Damage. Nice. Oh, ich habe die Schilde vergessen. Damn it. Tja. Du weichst aus. Geh mal auf die da. Alle auf die da. 150. Ah, das war ein dummes Versäumnis. Okay, einer ist platt. Ah, sie wird sterben. 80. Vielleicht haben wir Glück. Okay. Puh. Wir brauchen hier dringend eine Heilung. Nichtsdestotrotz gehst du mal auf. Ja, gehen wir da, greifen wir da mal an. Wie viel hast du noch? 40. Reicht das? 42. Das reicht ganz knapp. Hooray dafür. Wie viel HP fehlen dir? Und ungefähr 270. Du hast saumäßig viele HP. Volle Heilung. Angriff auf die. Und du, Bonecracker. Nein! Oh, Glück gehabt. Glück gehabt. Das war richtig knapp. Es war richtig knapp. Okay, einer weniger. Puh. Wenigstens haben die nur jeweils einen Angriff. Von dem her, so weit, so gut, würde ich sagen. Ich regeneriere dich mal. So, du machst nochmal einen 150er. Problem ist halt, die schwarzen Ritter kommen immer als erstes dran. Vielleicht sollte ich die irgendwie verlangsamen. Das wäre wahrscheinlich nicht das Dümmste. Okay, einer weniger. Autsch. Okay. Angriff. Du wirst mal das auf die Jungs draufhauen, in der Hoffnung, dass sie ein bisschen später drankommen. Und dann würde ich sagen, machen wir eine Circle of Healing. Wie viel HP fehlen dir? 200. Ne, mach eine volle Heilung. Die kriegt bestimmt noch was ab. So. Das ist gut.
Du da und du musst dich regenerieren. Okay, so weit, so gut. Einer weniger. Okay, ich weiß nicht, wie stark die Initiative verringert ist. Es sind immer noch auf 1. Sie haben eine Initiative von 19. Wir haben Initiative 33. Ne, wir sind auf 6. Es hat einfach ein bisschen gedauert, bis es aktualisiert wurde. Was okay ist. Okay, wir haben leider... Greif da mal an. Hast du noch einen Heiltrank? Ja, so einen kleinen. Den kannst du dir mal zuführen. Dann würde ich sagen... Oh. Du wartest mal ab. Das ist nicht wirklich viel. Einer weniger. Jetzt könnten wir die schwarzen Ritter sogar taunten, wenn wir das wollen würden. Sie hat relativ wenig Max-HP, nur 210. Das ist eher etwas an der unteren Grenze. Für meinen Geschmack. Okay. Woran liegt's? Keine Ausdauer? Stamina 12. Wie viel hast du? 23, ja, keine Ausdauer. Okay, dann machen wir jetzt... nee, Circle of Healing geht sich nicht aus. Mist. Entweder wir warten nochmal eine Runde und hoffen, dass wir das alle überleben. Du könntest theoretisch eine Heilung raushauen. Die Frage ist, auf wen? Oder wir hauen Damage raus. So, alle sind durch. Okay, vielleicht kriegen wir nochmal einen Platt. Und in der nächsten Runde haben wir dann Circle of Healing raus. Okay, das ist zwei weniger. Glück gehabt. Ich glaube, die Circle of Healing brauchen wir jetzt gar nicht mehr unbedingt. Ihr habt zwei Angriffe. Du bist nicht Freezy Moon. Ja, das hätten wir vielleicht schon früher machen können. Wobei, mach lieber. Warte ab. Heilung. 26, das ist nix. So. Du könntest... Life Leech bringt zu wenig. Und ich glaube, die sind sowieso stark Chaos-immun. 103. Die haben Immunitäten gegen alles, außer heilig. Wir haben nur eine einzige Waffe mit heilig. Okay, die ist wieder voll. Es wird jetzt eine Weile... Glück gehabt. Eine Weile dauern, bis wir die Typen unten haben. ...127. Warum nicht? Einser Heilung ist ein bisschen wenig. Woran liegt's? Spellpoints. Okay, schade. Heal Wounds geht sich nicht mehr aus. Mist. Moment mal. Können wir das anders machen? Hast du eine Heilpotion? Hast du? Okay. Sehr gut. So, da bleiben wir dabei. Die 127 nehmen wir mit. Du, das bringt nichts, da anzugreifen. Wobei, viel schlechter ist es auch nicht. Unbedingt. Machen wir nochmal eine Heilung. Das ist jetzt halt die Frage, wen sie angreifen. Sie wieder. Okay, zum Glück haben wir... Zum Glück haben wir da nochmal geheilt. So, Angriff. Du hast nichts mehr. Ist allerdings dein letzter Zug mit Fokus.
dummerweise. Jetzt könnten wir eine Circle of Healing rausschmeißen, aber es bringt jetzt nicht so viel. Ich denke, wir warten mit dir noch eine Runde ab, dann vielleicht in den nächsten. Du greifst es halt doch an, weil uns als Mangel an Alternativen. Viel Schaden ist es nicht, aber ne, vielleicht überleben wir so lange. Und sie kriegt halt immer das vom Gift noch einiges ab. Naja, es ist wie es ist. 44 Damage, das ist nix. Wir könnten auch einfach angreifen, wobei nein, es ist zu wenig Schaden. Haben wir eine Circle of Healing raus? Ich denke, es ist nicht unbedingt notwendig momentan. Mal sehen, was sie tun. Wir haben Optionen im Moment. Ich glaube, jetzt lohnt sich vielleicht eine Circle of Healing. Es sind alle ziemlich angeschlagen. 88 Damage, das müsste einen töten. So. 92er Heal. Sehr gut. So, dann du Bonecracker. 84. Einer weg. Heilung ist durch. Kriegen wir den zweiten auch noch platt? Ich denke ja. Hooray. Genau, das ist der Schild, den ich angesprochen haben wollte. Das Ding hat eine Blockchance von 50%. Und damit können wir jetzt, glaube ich, ordentlich taunten. Plus andere Resistenzen noch mit dazu. Schicke andere Resistenzen. Ich glaube, wir geben das dir. Du bleibst auf einem B, das ist wichtig. Ich will nicht, dass du auf einen C kommst. Der ist eigentlich auch ein bisschen zu schlecht. So, wir können das ja mal noch hier runtergeben. Sehr gut. Das heißt, du müsstest jetzt noch weniger Schaden fressen. Und du müsstest jetzt richtig gut taunten können. Jeder zweite Schlag sollte daneben gehen, wenn alles entschärft das Zeug da. Du bräuchtest noch was zu essen. Haben wir gar nichts mehr? Doch, wir haben hier noch ein paar Bärchen. Sehr gut. Okay, das war jetzt ein bisschen eine längere Episode, aber ich glaube, wir haben einigermaßen Fortschritte gemacht. Damit bin ich zufrieden. So. Aber gut, mein Lieben. An dieser Stelle würde ich sagen, machen wir einen Break und sehen uns hoffentlich dann beim nächsten Mal hier wieder. Würde mich freuen, wenn ihr dann auch wieder mit dabei seid. Bis dann, macht's gut, euer Northgate.